Das Jahr geht zu Ende, nächste Woche ist schon Weihnachten und wir möchten auch mit diesem Video uns bei euch verabschieden. Mhm. Allerdings noch nicht ganz so schnell, denn wir möchten noch einmal zurückblicken. Zurückblicken auf das vergangene Jahr, was alles so passiert ist, gerade in Bezug auf unseren Tiny House Innenausbau, den Einzug, den Umzug. Was ist gut gelaufen, was ist passiert, wo haben wir angefangen im Januar und wo stehen wir heute? Wir sind Ilan und Anja. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Im vergangenen Jahr haben wir ganz oft gesagt, wir bauen uns ja ein Tiny House auf Rädern. Inzwischen ist das Ding durch. Wir haben uns ein Tiny House auf Rädern gebaut, wohnen inzwischen auch in unserem Tiny House und freuen uns heute mit euch einmal zurückzublicken, denn am 24.12.2020 haben wir nämlich unser Tiny House wiederbekommen. Für uns war natürlich das Ziel für 2021 ganz klar, den Innenausbau fertigstellen, einziehen und umziehen. Dass wir eben nicht mehr in der Einfahrt bei den Eltern stehen, sondern dass wir ein Übergangsgrundstück oder einen anderen Platz finden, auf dem wir unser Häuschen erstmal abstellen können, um uns einzuleben, um uns einzugrooven. Ja, das war der Plan. Ja, es war jetzt nicht so, dass wir von null angefangen haben, sondern wir haben die Zeit ja auch in Detmold, in der Halle unseres Herstellers, genutzt, um beispielsweise die Treppe zu bauen. Wir haben ja schon das Gerüst für das Podest gebaut. Der Grundriss war so eigentlich schon durch. Wir haben eigentlich mit dem Fußboden begonnen. Die Fußbodenheizung musste erst gelegt werden, bevor wir dann den Fußboden verlegen konnten. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr umfangreiche Erfahrung für uns. Und danach haben wir auch relativ zügig unseren Kork-Parkett verlegt und eben im Badezimmer auch den Vinylboden. Ja. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert und war auch ganz wichtig, damit man eben auch relativ schnell hier im Innenausbau vorankommt, wir wieder gut laufen können. Dann kamen ein paar Leisten dazu, um eben auch die Übergänge von Raum zu Raum zu legen. Also das war schon visuell ein ganz, ganz großer Prozess oder ein großer Fortschritt. Ja. So wie die Trockentrenntoilette, die dann folgte, ne, die haben wir ja auch eingebaut. Und dann haben wir als erstes unsere Heizung in Betrieb genommen. Das war auch ein ganz, ganz aufregender Moment. Wir hatten da zum Glück auch einen guten Bekannten dabei, der sich auch gut auskennt. Und das hat tatsächlich, das war wirklich für uns ein Riesenmeilenstein, die Heizung ans Laufen zu kriegen. Die Beleuchtung haben wir dann auch geschafft. Also einmal die Küchenbeleuchtung und einmal die Badezimmerbeleuchtung. Wir haben ja im Badezimmer beispielsweise die Decke abgehangen, so war das auch gedacht, mit Plexiglas. Im Arbeitszimmer sind jetzt zwei sehr, sehr, wie ich finde, sehr schöne Leuchten. Und im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer haben wir auch nochmal so eine kleine Leuchte, die sich auch drehen lässt und aus- und einschalten lässt, falls einer von uns dann schon mal schlafen möchte. Weiter ging es dann in unserem Badezimmer mit dem Innenausbau. Der Waschmaschinenschrank bestand ja in seinem Grundgerüst schon. Allerdings haben wir dort dann auch die Türen angebracht. Wir haben den Waschtisch gebaut, das Waschbecken installiert. Mhm. Rechts daneben auch nochmal einen kleinen Hängeschrank für Zahnbürsten und Föhn, Rasierer und so weiter. Mhm. Auch noch aufgebaut. Also da ist dann auch richtig viel passiert. Wir haben optisch da so ein bisschen unseren Stil noch mit einfließen lassen, indem wir mit dem Jutestoff dann auch nochmal so einen schönen warmen Akzent setzen konnten. Also das hat uns auch, oder gefällt uns heute zumindest, immer noch ganz gut. Dann kam eigentlich auch schon der Küchenaufbau. Da hatten wir uns ja damals jetzt dann doch für eine Arbeitsplatte aus Holz entschieden. Diese wurde dann für uns zugeschnitten oder wir haben das dann eben in Absprache mit einem Schreiner gemacht und haben natürlich die Korpusse aufgebaut und alles soweit installiert. Das war auch nochmal ein kleiner Prozess, weil auch da die Höhe nochmal angepasst werden musste. Und dann lief auch Gas und Wasser, das heißt, wir konnten Gas auch, duschen, kochen, abspülen. Wir konnten endlich auch mit Gas heizen. Auch das war ein Riesenfortschritt für uns, weil Strom natürlich dann auch einiges schluckt. Das heißt, das war auch eigentlich mit einer der größten Meilensteine, weil somit dann die gesamte Versorgungstechnik, Strom, Wasser, Gas, Heiztechnik, alles funktionierte. Und wir seither eigentlich auch diesbezüglich keine Probleme mehr hatten. Also hoffentlich bleibt es auch so. Auf Holz. Was ich auch noch sehr, sehr wichtig fand in diesem Jahr, ist, dass wir die Wände hier schließen konnten. Also alle Wandbereiche, die wir uns vorgenommen haben, zu schließen. Als auch die Podestfront, die hat so eine Unordnung in meinem Kopf ausgelöst.
In Kombination mit dem Tritt auch und in Kombination das wiederum mit ein wenig Stauraum, den wir jetzt zurzeit für unsere Schuhe nutzen. Und es war so schön, dann einfach zu fühlen, ja, wir kommen jetzt langsam rein. Also wir sind jetzt so in den letzten Zügen und wir dürfen uns jetzt langsam einleben. So langsam geht es jetzt los mit dem Einrichten, wie wenn man in eine neue Wohnung zieht und so diese ganz groben baulichen Arbeiten durch sind und man jetzt an die Dinge kommt, die richtig Spaß machen. Dann kam das Sofa, auf welchem wir jetzt hier sitzen. Das ist ein schönes Erlebnis, ein sehr wichtiges Erlebnis. Und die Polster sind fertig. Das haben wir noch gar nicht gezeigt. Genau, die sind... Mit Reißverschluss? Sieht man das? Yes, mit Reißverschluss, dass man den Bezug auch mal waschen kann. Also das haben wir nähen lassen jetzt. Am Ende haben wir uns da nicht mehr rangetraut. Ja. Besonders hilfreich dann auch im Anschluss war die Kommode, die wir gebaut haben, dass wir endlich einen Platz hatten für unsere Kleidungsstücke, die wir uns nicht mehr aus unserem Zimmerchen greifen mussten. Die Kommode ist zwar noch nicht fertig, aber sie funktioniert. Genauso auch wie der Schrank jetzt links daneben, diesen Hängeschrank, den wir dann auch gebaut haben. Der war auch wichtig, gerade für die Winterjacken. Ja, sehr wichtig. Also das ist alles entstanden, das haben wir einfach fließen lassen. Wir haben dann gemerkt, wir haben ja irgendwie keinen Ort für unsere Kleidung. Oh, wir haben ja irgendwie keinen Ort für unsere Winterjacken oder unsere Jacken allgemein auch mal was aufzuhängen. Und dann kam eigentlich auch schon der Umzug, stand zumindest bevor. Und wir waren so zwischen, oh Gott, aber es müssen noch so viele Dinge getan werden. Ja. Und ja, wir wollen noch so gerne umziehen. Und dann haben wir dieses Jahr noch diesen großen Meilenstein geschafft und können zur Ruhe kommen über den Winter und dann im Frühjahr nochmal neu durchstarten. Mhm. Also es war so eine Zwiespaltsituation. Ja, wir haben ja parallel auch am Grundstück schon gearbeitet. Ne? Genau, ja, richtig. Ja. Und dann ist der Umzug auch relativ schnell und spontan dann passiert. Wir verlinken euch gerne nochmal das Video, weil es für uns noch das zurückliegende größte Highlight war, dass wir das jetzt noch in diesem Jahr geschafft haben. Und inzwischen haben wir dann auch angefangen, mit Rindenmulch so einen Gehweg zu machen. Der ist zwar noch nicht fertig, aber auch die Einfahrt ist jetzt fertig mit Schotter. Das ist super. Es passiert alles peu à peu, aber es passiert. Die Stützen halten auch noch. Das war auch wichtig, dass wir die Stützpunkte auch da, wo das Haus eben positioniert ist jetzt. Das ist ja eine neue Position. Wir hatten die Stützen zwar schon mal vorbereitet, jetzt haben wir sie dann nochmal neu gemacht. Und das hat auch alles so weit gehalten bis jetzt. Wir sind auch froh, dass das Jahr jetzt dem Ende zugeht, dass man das auch einfach abhaken kann. Wir freuen uns jetzt auch, nicht jede Woche so große Baufortschritte zu haben oder uns so große Projekte vorzunehmen. Wir genießen es jetzt auch einfach ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Wir haben ja jetzt nicht unsere Werkstatt und unsere Werkzeuge alle hier. Das heißt, es ist auch einfach nicht so easy, jetzt schnell ein Bauprojekt umzusetzen. Aber das ist auch total okay und wir lernen, das zu genießen, Stück für Stück. Es ist auch immer was zu tun, auch, ne? Irgendwie aber auch im Grundstück. Wir fühlen uns auch eigentlich sehr, sehr wohl. Es wird noch ein bisschen Zeit brauchen, bis wir hier ankommen, würde ich sagen. Ne? Ja, vor allem bis das Minizimmer dann fertig ist. Ja, wir bleiben heute positiv, wir fangen jetzt nicht mit dem Problem an zum Schluss. Aber es ist tatsächlich so, dass hinten noch unser Abstellzimmer ist. Fehlen einfach für die einzelnen Teile noch die festen Plätze, die festen Orte, wo es auch immer wieder hin zurückwandert. Das merkt man dann auf jeden Fall auch im Kopf. Also das ist ganz, ganz wichtig und vielleicht auch ein schönes Winterprojekt, da sukzessive einfach zu schauen, wo findet was seinen Platz, bevor dann im Frühjahr bestimmt auch ein bisschen mehr noch im Garten passieren wird. Wir haben jetzt auch auf diesem neuen Grundstück, so fühle ich mich auch, einen Rückzugsort. Wir fühlen uns hier sehr wohl in unserem Haus, mit unserer Aufteilung auch. Wir können es eigentlich jedem, oder ich kann es jedem empfehlen, wenn ihr vorhabt, einen solchen Traum umzusetzen, macht es einfach. Also wir freuen uns, dass wir es gemacht haben. Die Planung ging ja los vor 3 Jahren. Jetzt haben wir dieses Jahr wirklich genutzt für den Innenausbau auch und haben das ein Glück auch geschafft, hier hinzukommen, dass wir dieses Grundstück gefunden haben. Wir wissen, dass das nicht einfach ist. Es steht und fällt ganz oft auch mit den Grundstücken. Aber das sollte einen nicht davon abhalten, das einfach zu machen, wenn man sich das in den Kopf setzt. Man sollte nicht zu sehr über die Probleme und über die möglichen Herausforderungen, glaube ich, nachdenken, weil es einen einfach hemmt im Prozess des Lebens, im Prozess des Ausprobierens. Und wenn man gerade so eine Welle der Emotionen hat und sagt, oh, ich will das jetzt machen, das ist mein Traum. Probleme kommen immer, die brauche ich nicht vorher suchen, die werden kommen. Und dann wird eine Lösung gefunden und am Ende ist das auch die größte Lernkurve.
Also das merken wir immer wieder und wir werden es wahrscheinlich nächstes Jahr, kurz vor Weihnachten, wieder so sagen. Das klang auch alles viel, viel lösungsorientierter jetzt und lockerer, als es eigentlich war in dem Prozess. Also das sei nochmal gesagt im Nachhinein, wir hatten auch unsere Problemchen in diesem Jahr. Wir hatten mehrere Aufnahmen, die wir jetzt rausgeschnitten haben, weil wir uns ja vorgenommen hatten, positiv zu bleiben. Ich habe dann immer die Tendenz, auch die andere Seite nochmal so ein bisschen zu beleuchten. Aber ich denke, das haben wir eigentlich auch ausreichend getan in diesem Jahr. Ja. Also wenn ihr euch dafür interessiert, findet den Innenausbau unseres Hauses. Wir haben alle Videos auf diesem Kanal, um das auch festzuhalten. Ja, ihr Lieben, wir danken euch, dass ihr uns bis hierhin mal wieder begleitet habt, dass ihr uns in den Kommentaren immer so viel Kraft gegeben habt, uns Tipps gegeben habt, was das Bauen angeht, um uns Energieschübe zu senden. Das hat wirklich sehr, sehr geholfen. Wir sind so stolz darauf, mit euch jetzt eine Community von 20.000 Abonnenten zu haben. Das ist so schön, dass 21.000 Abonnenten zu haben. Wir sind so schön organisch gewachsen. Ihr habt uns unter anderem auch über unseren PayPal-Spendenlink auch unterstützt und möglich gemacht, dass wir hier das ein oder andere noch besorgen konnten, dass wir uns hier in das Projekt auch mehr reinstürzen konnten. Also danke, danke, danke. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, eine besinnliche Zeit, hoffentlich mit euren Liebsten. Und habt einen guten Rutsch ins neue Jahr, auf dass das Jahr 2022 großartig wird. Ja. Und ja, wir sehen uns dann in der, ich glaube, zweiten Januarwoche wieder. Wir feiern ja noch rein. Genau, in der zweiten Januarwoche sind wir wieder da. Bis dahin. Tschüss. Ciao.